Ein Tisch ist ein Tisch, eine Kurzgeschichte von Peter Bixel. Ich will von einem alten Mann erzählen, von einem Mann, der kein Wort mehr sagt, ein müdes Gesicht hat, zu müd zum Lächeln und zu müd, um böse zu sein. Er wohnt in einer kleinen Stadt, am Ende der Straße oder nahe der Kreuzung. Es lohnt sich fast nicht, ihn zu beschreiben. Kaum etwas unterscheidet ihn von anderen. Er trägt einen grauen Hut, graue Hosen, einen grauen Rock und im Winter den langen grauen Mantel. Und er hat einen dünnen Hals, dessen Haut trocken und runzelig ist. Die weißen Hemdkragen sind ihm viel zu weit. Im obersten Stock des Hauses hat er sein Zimmer. Vielleicht war er verheiratet und hatte Kinder. Vielleicht wohnte er früher in einer anderen Stadt. Bestimmt war er einmal ein Kind, aber das war zu einer Zeit, wo die Kinder wie Erwachsene angezogen waren. Man sieht sie so im Fotoalbum der Großmutter. In seinem Zimmer sind zwei Stühle, ein Tisch, ein Teppich, ein Bett und ein Schrank. Auf einem kleinen Tisch steht ein Wecker. Daneben liegen alte Zeitungen und das Fotoalbum. An der Wand hängen ein Spiegel und ein Bild. Der Mann machte morgens einen Spaziergang und nachmittags einen Spaziergang, sprach ein paar Worte mit seinem Nachbarn und abends saß er an seinem Tisch. Das änderte sich nie. Auch sonntags war das so. Und wenn der Mann am Tisch saß, hörte er den Wecker ticken. Immer den Wecker ticken. Dann gab es einmal einen besonderen Tag. Einen Tag mit Sonne, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Mit Vogelgezwitscher, mit freundlichen Leuten, mit Kindern, die spielten. Und das Besondere war, dass alles dem Mann plötzlich gefiel. Er lächelte. Jetzt wird sich alles ändern, dachte er. Er öffnete den obersten Hemdknopf, nahm den Hut in die Hand, beschleunigte seinen Gang, wippte sogar beim Gehen in den Knien und freute sich. Er kam in seine Straße, nickte den Kindern zu, ging vor sein Haus, stieg die Treppe hoch, nahm die Schlüssel aus der Tasche und schloss sein Zimmer auf. Aber im Zimmer war alles gleich. Ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett. Und wie er sich hinsetzte, hörte er wieder das Ticken. Und alle Freude war vorbei, denn nichts hatte sich geändert. Und den Mann überkam eine große Wut. Er sah im Spiegel sein Gesicht rot anlaufen, sah, wie er die Augen zukniff. Dann verkrampfte er seine Hände zu Fäusten, hob sie und schlug sie mit ihnen auf die Tischplatte. Erst nur einen Schlag, dann noch einen, und dann begann er auf dem Tisch zu trommeln und schrie dazu immer wieder: »Es muss sich etwas ändern!« Und er hörte den Wecker nicht mehr. Dann begannen seine Hände zu schmerzen. Seine Stimme versagte. Dann hörte er den Wecker wieder, und nichts änderte sich. »Immer derselbe Tisch«, sagte der Mann. »Dieselben Stühle, das Bett, das Bild. Und zu dem Tisch sagte ich Tisch, zu dem Bild sage ich Bild. Das Bett heißt Bett, und den Stuhl nennt man Stuhl. Warum denn eigentlich? Die Franzosen sagen zu dem Bett Lit. Zu dem Tisch, Table, nennen das Bild Tableau und den Stuhl Chaise. Und sie verstehen sich. Und die Chinesen verstehen sich auch. Warum heißt das Bett nicht Bild?« dachte der Mann und lächelte. Dann lachte er. Lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und Ruhe riefen. »Jetzt ändert es sich«, rief er, und er sagte von nun an zu dem Bett Bild. »Ich bin müde, ich will ins Bild«, sagte er. Und morgens blieb er oft lange im Bild liegen und überlegte, wie er nun zu dem Stuhl sagen wolle. Und er nannte den Stuhl Wecker. Hi, und da träumte er schon in der neuen Sprache. Und dann übersetzte er die Lieder aus seiner Schulzeit in seine Sprache. Und er sang sie leise vor sich hin. Er stand also auf, zog sich an, setzte sich auf den Wecker und stützte die Arme auf den Tisch. Aber der Tisch hieß jetzt nicht mehr Tisch. Er hieß jetzt Teppich. Am Morgen verließ also der Mann das Bild, zog sich an, setzte sich an den Teppich auf den Wecker und überlegte, zu wem er wie sagen könnte. Zu dem Bett sagte er Bild, zu dem Tisch sagte er Teppich, zu dem Stuhl sagte er Wecker, zu der Zeitung sagte er Bett, zu dem Spiegel sagte er Stuhl, zu dem Wecker sagte er Fotoalbum, zu dem Schrank sagte er Zeitung, zu dem Teppich sagte er Schrank, zu dem Bild sagte er Tisch und zu dem Fotoalbum sagte er Spiegel. Also, am Morgen blieb der alte Mann lange im Bild liegen. Um 9 läutete das Fotoalbum,
Der Mann stand auf und stellte sich auf den Schrank, damit er nicht an den Füßen fror. Dann nahm er seine Kleider aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand, setzte sich dann auf den Wecker an den Teppich und blätterte in den Spiegel durch, bis er den Tisch seiner Mutter fand. Der Mann fand das lustig und er übte den ganzen Tag und prägte sich die neuen Wörter ein. Jetzt wurde alles umbenannt. Er war jetzt kein Mann mehr, sondern ein Fuß. Und der Fuß war ein Morgen und der Morgen war ein Mann. Jetzt könnt ihr die Geschichte selbst weiterschreiben. Und dann könnt ihr, so wie es der Mann machte, auch die anderen Wörter austauschen. Läuten heißt stellen, frieren heißt schauen, liegen heißt läuten, stehen heißt frieren, stellen heißt blättern. So dass es dann heißt, am Mann blieb der alte Fuß lange im Bild läuten. Um 9 stellte das Fotoalbum der Fuß vor auf und blätterte sich aus dem Schrank, damit er nicht an den Morgen schaute. Der alte Mann kaufte sich blaue Schulhefte und schrieb sie mit den neuen Wörtern voll. Und er hatte viel damit zu tun und man sah ihn nur noch selten auf der Straße. Dann lernte er für alle Dinge die neuen Bezeichnungen und vergaß dabei mehr und mehr die richtigen. Er hatte jetzt eine neue Sprache, die ihm ganz allein gehörte, aber bald fiel ihm auch das Übersetzen schwer. Er hatte seine alte Sprache fast vergessen und er musste die richtigen Wörter in seinen blauen Heften suchen. Und es machte ihm Angst, mit den Leuten zu sprechen. Er musste lange nachdenken, wie die Leute zu den Dingen sagen. Zu seinem Bild sagen die Leute Bett, zu seinem Teppich sagen die Leute Tisch, zu seinem Wecker sagen die Leute Stuhl, zu seinem Bett sagen die Leute Zeitung, zu seinem Stuhl sagen die Leute Spiegel, zu seinem Fotoalbum sagen die Leute Wecker, zu seiner Zeitung sagen die Leute Schrank, zu seinem Schrank sagen die Leute Teppich, zu seinem Spiegel sagen die Leute Fotoalbum, zu seinem Tisch sagen die Leute Bild. Und es kam so weit, dass der Mann lachen musste, wenn er die Leute reden hörte. Er musste lachen, wenn er hörte, wie jemand sagte, gehen Sie morgen auch zu dem Fußballspiel? Oder wenn jemand sagte, jetzt regnet es schon 2 Monate lang. Oder wenn jemand sagte, ich habe einen Onkel in Amerika. Er musste lachen, weil er all dies nicht verstand. Aber eine lustige Geschichte ist das nicht. Sie hat traurig angefangen und hört traurig auf. Der alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute nicht mehr verstehen. Das war nicht so schlimm. Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr verstehen. Und deshalb sagte er nichts mehr. Er schwieg, sprach nur noch mit sich selbst, grüßte nicht einmal mehr.